Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. This video is the fourth part of the 10-day marathon. 150 Verben in 10 Tagen. 150 verbs in 10 days. Teil 4. In this video we will learn the next 15 verbs. As you already know, you will see the meaning in English with every verb and the conjugation in present tense and past tense. As A1 learners, you don't need the preteritum form, but you can learn these later. With every verb, you will also see an example. So let's begin. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can also visit our page on patreon.com to get free worksheets, podcasts, transcripts, early access to our videos, and more. We have already learned 45 verbs. Let's move on to the next one. Nummer 46. Erklären. To explain something. Ich erkläre. Ich habe erklärt. Ich erklärte. Kannst du mir bitte die Aufgabe erklären? Nummer 47. Erlauben. To allow. Ich erlaube. Ich habe erlaubt. Ich erlaubte. Mit 15 ist Autofahren nicht erlaubt. Nummer 48. Erzählen. To narrate or tell. Ich erzähle, ich habe erzählt, ich erzählte. Unsere Oma erzählt uns gerne Geschichten. All these three verbs we just did are again nicht trennbare Verben with the prefix er. Nummer 49. Essen. To eat. Ich esse, ich habe gegessen, ich aß. Was hast du heute gegessen? Nummer 50. Fahren. To drive or to travel. Ich fahre, ich bin gefahren, ich fuhr. Sometimes fahren also takes the helping verb haben in perfect. That's when you're talking about the act of driving, and there is no change in place. Now let's look at the example. Wir fahren mit dem Zug nach London. Nummer 51. Feiern. To celebrate. Ich feiere. Ich habe gefeiert. Ich feierte. Wie hast du deinen Geburtstag gefeiert? Nummer 52. Fehlen. To lack or to miss. Ich fehle. Ich habe gefehlt. Ich fehlte. Du fehlst mir. The verb fehlen is also a dative verb. That means it always takes a dative object. Nummer 53. Fernsehen. To watch TV. This verb is separable. Ich sehe fern. Ich habe fern gesehen. Ich sah fern. Wir haben gestern bis spät fern gesehen. Nummer 54. Finden. To find. Ich finde. Ich habe gefunden. Ich fand. Wie findest du meine neue Wohnung? Nummer 55. Fliegen. To fly. Ich fliege. Ich bin geflogen. Ich flog. Ich fliege nächste Woche nach Berlin. Nummer 56. Abfliegen. To depart or to take off.
Ich fliege ab. Ich bin abgeflogen. Ich flog ab. Wir fliegen morgen um 10 Uhr ab. The difference between fliegen and abfliegen? Fliegen talks about the act of flying. Die Vögel fliegen. Abfliegen mostly talks about the start to fly. Der Flugzeug fliegt um 10 Uhr ab. Basically the departure or takeoff. Nummer 57. Fragen. To ask or to question. Ich frage. Ich habe gefragt. Ich fragte. Kann ich dich etwas fragen? Nummer 58. Sich freuen. To be happy. Or to look forward to something. Ich freue mich. Ich habe mich gefreut. Ich freute mich. Ich freue mich auf meinen neuen Job. This verb is mostly used with the preposition auf oder über. Nummer 59. Frühstücken. Well, this verb is not separable. Ich frühstücke. Ich habe gefrühstückt. Ich frühstückte. Ich habe schon um 7 Uhr gefrühstückt. Nummer 60. Geben. To give. Ich gebe. Ich habe gegeben. Ich gab. Gibst du mir das Brot bitte? So we are done with another 15 verbs. If you're following us on the social media, there will be fun exercises every day. Are you enjoying learning these verbs? The best way to learn them is by doing practice, by making your own sentences, and by going through them again. To practice what you have learned, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and a $5 patron to get access to our podcasts. Danke. Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!